Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Bulk Vlog von Mr. Tapir, von meiner Person und ja, ich habe es ein bisschen eilig, ich sitze jetzt am Frühstückstisch, hau mir jetzt gerade hier, wie ihr eben gesehen habt, mein Müsli rein. Das besteht aus 300 Gramm Beeren, 200 Erdbeeren, 100 Gramm Himbeeren gefroren bzw. aufgetaut, 200 Gramm ungefähr Bananen, 200 bis 230, ich habe das jetzt nicht abgewogen, direkt, und Dinkelflocken. Dann haben wir hier Haferdrink, also das ist keine Milch, sondern Haferdrink als solches. Und wie ihr gesehen habt, zwei Spiegeleier, die ich mit Mais, Paprikawürze, Salz und Pfeffer versehen habe. Esse ich ganz gerne, geht schnell. Und sonst habe ich ja immer mit Whey das Ganze vermischt. Mache das Ganze jetzt aber statt Whey, nehme ich die Eier quasi als Proteinquelle. Natürlich muss man sagen, hier die Dinkelflocken haben auch relativ viel Protein. Aber wirklich gutes Protein, sage ich mal, von der Qualität her. Gott. Boah, entschuldigt. Aber gutes Protein von der Qualität her ist halt im Ei allemal, deshalb ersetze ich das mein Whey quasi dadurch. Ich möchte, wie gesagt, auf Whey überwiegend verzichten in Zukunft. Einfach aus, ja, ich sag's ganz ehrlich, gesundheitlichen Aspekten auch, weil da Whey hin oder her. Qualität, Isolat, ist scheißegal in meinen Augen. Es ist Chemie, es durchgeht einen großen Verarbeitungsprozess und ja, mir fällt es schwer, diesen ganzen Proteinherstellern wirklich zu vertrauen, wenn es darum geht, auf Qualität zu setzen. Denn man hört immer wieder die ja, merkwürdigsten Sachen, ob es bei ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber bei Herstellern ist die sehr, sehr günstig verkaufen und im Nachhinein ja, bewiesen wurde, dass dieses Protein nicht annähernd prozentual so hochwertig ist wie angegeben. Ja, die Qualitäten an sich, die Rohstoffe sind ja, der letzte Mist, was ich jetzt in den letzten ja, Monaten immer mehr erfahren durfte, konnte, weil ich mich auch ja, mit Leuten auseinandergesetzt habe, die selber Supplements vertreiben, die Supplements herstellen und ein bisschen ja, hinter die Kulisse schauen konnte. Deshalb ja, schaue ich, dass ich das möglichst qualitativ und natural quasi, natural in dem Sinne, also ohne Whey, zu mir nehme, durch gute Nahrung überwiegend. Und ja, ja, mein Plan, was ist mein Plan? Ich muss gleich los, ich muss geschäftlich einiges erledigen, damit ich den restlichen Tag ja, mehr oder weniger frei habe. Denn die Woche gestaltet sich dieses Mal, wir haben jetzt wieder Montag, dieses Mal etwas schwerer bei mir. Ich fliege ja nächste Woche Dienstag nach Österreich und ja, muss quasi nacharbeiten. Also Geld muss irgendwo herkommen für die ganzen Reisen. Von daher ja, muss ich nacharbeiten, habe mir mehr Termine gesetzt, habe mehr zu tun und hoffe, dass ich das Video möglichst schnell für euch cutte. Geplant ist Mittwoch. Ja, lasst euch überraschen, ihr werdet es sehen, ob es Mittwoch dann hochkommt oder nicht. Heute steht aber auf jeden Fall auch noch Training an. Das bedeutet, ich gehe Rücken trainieren im Felix und gegebenenfalls treffe ich den Walid und den Oscar. Oscar war gestern bei mir, ich weiß nicht, ob die es schaffen, weil der Walid umzieht und Oscar ihm helfen soll, halt, die wohnen mehr oder weniger gegenüber, ja, in einer Straße. Und ja, mal schauen. Aber ich denke, wir schaffen es und dann ja, ziehen wir ein schönes Rückenworkout durch. Und dann sehen wir uns nochmal später, außer es passiert noch irgendwas Spannendes oder ich futter noch was, dann schalte ich nochmal rein. Hey, was? Du bist wieder zu mir kurz. Warum? Da in die Wohnung. Hä? Weil die haben, was? Weil die haben Glasplatte, weißt du? Wie? Von Möbelgeschäft geholt. Und wir müssen das tragen, Digga. Ja, dann machen wir Platz da hinten, Digga. Wann musst du los? Ich hab jetzt frei. Ich bin jetzt durch. Ich hab extra alles heute. Ich hab heute 5 Stunden gepennt, Mann. Ich hab heute früh alles erledigt, deshalb. Ja, komm rein. Komm rein, mach dich. Hast du automatische Kofferraumdeckel? Ja, mach auf. So, so, meine Freunde, wir sind jetzt im. Ich brauch den Schlüssel, um hinten aufzumachen. Ja. Wir sind jetzt in Felix angekommen und fahren gleich wieder weg, wegen diesem Jungen hier. Sexy. Warte, warte, warte,
Was denn? So, Ryan. Digga, deine Schuhe sehen so aus wie Ninja-Schuhe, Digga. Ja, ich sag's dir, Digga. Warum bin ich schnell unterwegs, Junge? Setz ich mich nach hinten. Mir ist egal, das ist nach vorne, nach hinten. Was machst du da? Digga, Oskars Auto fällt auseinander. Polen-Style, Digga. Ich glaube, ich habe das Auto noch nie sauber gemacht, Mann. Echt? Noch nie gesaugt. Noch nie? Nie. Seit einem Jahr. Ich war, guck mal meine Karre gerade an. Die waren hier. Was ist das? Das ist auch Teil des. Ah, geil, ey. Und da hast du. Gut, toll. Ich war noch nicht alles zu finden. Ja, echt. Oh Gott. Ich find's noch alte Gummis. Und ja, dein Schlüssel hier. Oh Mann. Oh. Scheiße, Mann, Digga, ich weiß nicht. Die brauchen 15 Minuten, bis sie in der Wohnung sind. Ja, das wird wieder so ein spätes Ding für mich, Alter. Auf Biegen und Brechen, sagst du? Wann musst du arbeiten? Um 4. Um 4? Immerhin piept dein Auto nicht, wenn man nicht angeschnallt ist. Ja, das ist halt die extra Auto. Das heißt, wir sind ins Fitnessstudio gefahren, zum Fitnessstudio und haben nur Jascha abgeholt. Ja, ist ja nett. Oh fuck, Digga, fahr mal zurück. Was? Ja. Ich war gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich gerade mein Auto abgeschlossen habe oder aufgeschlossen. Gib mal noch Rückwärtsgang. Ja, die Jungs waren zu nett, haben mich abgeholt vom Fitix. Ich habe noch nie mal trainiert. Wir trainieren heute nicht. Jetzt ist es zu. Okay. Ja, easy. Passt, sexy. Also wieder ab zu Walid. Schön, ich habe Hunger. Ja, ich habe auch langsam Hunger. Boska-Cake halt. Boska-Cake hast du ganz schnell gemacht. Was hast du gegessen? Ein bisschen für den Kuchen. Ach, warst du bei ihm oder was? Ja, ich bin auf Diät, geschmeckt bisschen, oder scheiße. Mir hat's gar nicht so geschmeckt diesmal. Ich habe Quark reingemacht, war nicht so eine gute Idee. Ja, dann wirst du bestimmt so ganz, ganz sauer, so, ne? So matschig wurde der. Ja. Aber mir hat's geschmeckt. Ja, ihm hat's richtig geschmeckt. Alles. Ja. Das ist aber echt so. Ich glaube, die Geschmacksnerven, kein Zucker und so, ne? Oder wenig Zucker. Ja, ich habe da ein paar Datteln reingemacht. Und? Für gut? Natürlich für Süße. Ja, das schon. Ja? Nur nächstes Mal auch noch gefallen. Ich mag Leute. Ach so, wegen den Datteln wurde das Ganze so süß. Du magst keine? Ich mag keine Datteln. Ich habe mich gefragt, warum das so süß war. Walid hat sich einen sexy Fernseher geholt. Und das ist sein sitzender Vibratorstuhl. Ja, den Laden läuft. Curve Soundbar. Den Laden läuft gut, Digga. Genau. Ein Döner Laden läuft. Sexy Curve. Gebogener sexy Fernseher. Soll ich deine Adresse einblenden, damit alle vorbeikommen können? Im Verhältnis zu Oskar, wie groß der Fernseher ist. Nee, Mann, dann kommen sie auch zu mir. Ja. Tatsächlich, Digga. Stimmt. Ich glaube, das ist so schwer, ist herauszufinden, wo du wohnst. Und da hinten wohnt Oskar. Ihr könnt vom Balkon rüberspringen. Genau, ihr könnt schreien. Junge, hast du was zu essen? Ja. Lass mal ehrlich so eine Seilbahn. So. Geht das? Eine Seilbahn dahin? Das wäre heftig, ne? Ich glaube nicht, dass es im Mietvertrag verboten ist. Wir können doch Strom zapfen. Er von dir, du von ihm oder so. Ich kann auch mein WLAN haben. Würde eigentlich gehen, oder? WLAN, 10 Meter, glaube ich, WLAN. No, außer du machst Verstärker, dann Verstärker 50. Kannst vergessen, ey. Hol gleich einen. Zigeuner. Er verbraucht so viel Strom für diesen Fernseher, dass er jetzt noch WLAN klauen will. Oh Mann, ey. Heute eine Sache nach der anderen. Wir sind endlich angekommen. Haben Walid noch mal ein bisschen beim Umzug geholfen. Also Oskar schon eher. Aber ja, habt ihr ja gesehen, dass wir da hingefahren sind. Und ja, jetzt geht's ab ins FedEx. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Yeah.
Training ist durch, meine Freunde, und ich sitze jetzt im Fahrzeug. Der Oskar ist irgendwo hinter mir. Wir fahren jetzt was essen. Eigentlich hatten wir vor, uns was zu kochen bei mir. Oder er eigentlich erstmal sich. Weil er sagte, fürs Video braucht er ein bisschen schönes Material und will auch selber gerne mal kochen. Ja, dann habe ich vorgeschlagen, bei mir was zu essen, weil ich noch sehr viel Fleisch habe vom Wochenende und er was mitgebracht hatte und da immer noch der Reis steht, der weg muss und ich ungern Lebensmittel wegschmeiße, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, trotz allem hat Oskar enorm Hunger, der hat irgendwie nur 500 Kalorien heute gegessen, weil er irgendwie auch früh aufgestanden ist und Walid beim Umzug helfen musste. Ich habe zwar schon einiges gegessen, bin aber auch schon relativ früh wach und habe auch enorm Hunger. Und bis wir einkaufen gehen, was essen, wir haben es jetzt 20 vor 5, dann essen wir erst um 18 Uhr Mittag quasi, Mittag. Oder noch später. Und das ist uns zu spät. Deshalb haben wir gesagt, gehen wir in unser Lieblingslokal quasi. Machen uns dort was. Und zur Not dann später nochmal was bei mir. Oder er sich bei sich. Ich weiß jetzt nicht, wie der Plan ist. Mal schauen. Und dann, ja, oh, hier ist gerade Chaos. Training, ja, was war beim Training los? Ich weiß gar nicht. Es war nicht so gut, nicht so, so gut. Oh ja, oh sexy. Es war nicht so, so gut. Oh, hier ist gerade Stau, sehe ich gerade. Und Oskar ist hinter mir. ja, war nicht so gut, weil auch Oskar irgendwie nicht motiviert war, hatte extrem Hunger, seine Schulter hat ein bisschen geschmerzt. Und irgendwie ich auch schlecht geschlafen. Wenig geschlafen. Ich dachte eigentlich, ich kann heute noch auspennen, weil die nächsten Tage relativ anstrengend werden. Hat aber nicht funktioniert. Und irgendwie jetzt so alles aufeinander und halt eigener persönlicher Stress und das Training war nicht so gut. Wir haben trotzdem alles gegeben, haben trotzdem durchgezogen, waren da, das ist wichtig. Trotzdem allem habe ich auch das Training in der Phase meiner persönlichen, wie sagen wir jetzt, meiner persönlichen, oh Gott, ich bin total unkonzentriert heute, in meiner persönlichen Situation angepasst. Also ich habe hier nicht oberheftig viel Gewicht, also im Verhältnis für mich genommen, sondern ich habe sogar die letzten Übungen so auf 15 Wiederholungen trainiert und nicht mal 10 bis 12 oder so. Ja, einfach ein bisschen Muskelfeeling und ja, habe auch noch 4 Übungen für den Rücken gemacht. 2 für den Bauch. Bauch habe ich gar nicht mehr abgefilmt, weil wir nur bis 16 Uhr filmen dürfen. Und das war's dann auch. War kurz und knackig, war in Ordnung. Oskar hat noch Schulter, Arme durchgezogen. Ja, jetzt fahren wir aufs Futtern. Und ich habe riesen Hunger. Eingetroffen im New Saigon. Hauen wir uns jetzt hier, wie gehabt, ich wieder die 90 Hähnchen. Das ist wieder, seitdem ich dir das vorgeschlagen habe. Genau. Seitdem. Das täglich. Ja, ich bin halt der Typ immer, wenn ich eine Sache gut mag, dann esse ich die so lange, bis ich die nicht mehr essen mag. Genau. Oskar hat hier Fett pur. And the cross mit Erdnusssoße, weil er heute mal hat Bock auf was anderes. Erdnusssoße hier ist so geil, ich hab richtig Bock drauf. Ja, und ich hab richtig Hunger, ich fühle mich auch ein bisschen down, irgendwie der geringe Schlaf hat mich mit dem Beinmuskelkater von gestern ein bisschen fertig gemacht. Deshalb futtern wir mal los und ich hoffe, mir geht's danach besser. So, meine Freunde, ich bin jetzt zu Hause wieder angekommen und war mit dem Oskar essen. Der ist jetzt abgehauen nach Hause, aber wir waren vorher noch mal bei Rewe einkaufen und das möchte ich euch gerne präsentieren. Meinen Einkauf, was ich so alles mitgenommen habe. Damit ihr mal sehen könnt, als ob ihr das nicht schon tut, was ich so esse. Auf jeden Fall sind bei mir mal Numero Uno Bananen, ganz wichtig. Auch hier wieder ein paar mehr, weil ich, wie gesagt, in den nächsten Tagen auf Action bin. Relativ viel arbeite und dann ich halt nicht nachkaufen muss. Bananen immer morgens 2 Stück meistens. Eier, weil ich mir aktuell morgens immer 2 Eier anbrate, ob jetzt gekocht oder gebraten, angebraten mit Mais, also Spiegelei. Warum Bodenhaltung? Das Gespräch hatte ich ja einmal schon unter meinem Video.
Ist eigentlich für mich ganz einfach. Ich habe mich da ein bisschen belesen und ja, Freilandhaltung, also man darf Eier schon unter Freilandhaltung deklarieren, wenn die Hühner selbst innerhalb einer Woche nur einen Tag auf dem freien Feld sind und den ja, Rest des Tages trotzdem quasi ja, sehr, wie sagt man, asozial gehalten werden. Natürlich, klar, es ist nicht cool. Am besten Eier vom Markt kaufen, mache ich auch, ohne Spaß, habe ich das letzte Mal gemacht, habe ich mir 20 Stück mitgenommen, kosten mehr, aber man weiß, was man hat. Manchmal ist es aber einfach so, es muss schnell gehen, es muss effektiv sein und deshalb habe ich mir die erstmal geholt. Habe hier nochmal Pfanngemüse, die mache ich mir dann oft zu meinem Reis und meinem Hähnchen, das ist relativ easy, oder auch statt Reis hier nochmal Pfanngemüse von Rewe, mexikanische Art. Dann habe ich hier noch mal ein paar Kichererbsen gekauft. Auch eine gute Quelle. Haben sogar 4,3 Gramm Proteine. Zwar relativ wenig im Verhältnis zu Fleisch oder so, aber kann man sich auch mal gönnen als Ersatz quasi. Oh Gott. Dann auf jeden Fall Cashewkerne, geröstet und gesalzt. Normalerweise nehme ich die Natur behalten. Bedeutet komplett unverarbeitet. Die gab es aber da nicht. Beziehungsweise waren mir viel zu teuer. Jetzt habe ich die mal mitgenommen für morgen. Was steht da drauf? Wichtiger Hinweis: kleine Kinder können an Nüssen ersticken. Gut zu wissen. Die nehme ich mir morgen mit zur Arbeit, damit ich unterwegs auch nochmal ein paar Fettsafe und Kalorien quasi hochschraube. Dann habe ich hier auf jeden Fall nochmal meinen, was ja schon mittlerweile fast aufgetaut ist, muss ich unbedingt wegpacken. Meine Bärenmischung, die nutze ich für mein Müsli morgens. Solltet ihr kennen, Mais quasi für meine Rühreier und eine Alternative zu herkömmlichen Milch, in dem Fall Sojamilch, Organic, also frei von Genetik. Denn Soja ist eine stark genetisch veränderte Pflanze. Zum Beispiel in den USA. Und hier steht ganz, ganz klar geschrieben, Biorecht schließt den Einsatz von Gentechnik aus. Darauf ist zu achten, wenn man Sojaprodukte kauft. Ganz wichtig. Ja, ansonsten ist es leer bei mir. Das war's eigentlich. Das ist mein Einkauf vorerst. Reis. Oh, ich habe Reis vergessen. Sexy. Aber ich habe noch Naturreis von Alnatura bei mir im Kühlschrank. Im Fach. Ja, ich bin ein bisschen durch den Wind heute. Ich habe echt schlecht geschlafen und der Muskelkater in den Beinen, ja, haut echt gut rein. Dann das Rückentraining, also Training an sich war nochmal heavy. Bin, wie gesagt, relativ früh aufgewesen. Also fühle mich nicht so fett. Ich fühle mich schon fett, aber ich fühle mich nicht so fit. Und denke, dass ich auch heute ein bisschen eher schlafen gehe oder mich eher ins Bett lege. Ich futter noch eine Kleinigkeit, hau mir noch einen Instant Oat Shake rein. Apropos, ich habe vorhin auch schon einen Instant Oat Shake getrunken. Ich komme aktuell selber ein bisschen mit Kalorien nicht so hinterher. Und rein, ich könnte mal hören, was Oskar gerade mir schickt. Lass mal beide so sagen, also, was wir eingekauft haben. Und dann sagen wir so, wir waren gerade zusammen einkaufen und wenn ihr sehen wollt, was Tapia sich geholt hat oder was Oskar sich gekauft hat, könnt ihr auf seinem Channel gucken. Danke Oskar an dieser Stelle, wenn du dieses Video siehst. Echt, also Oskar unterstützt uns enorm, also unseren Channel, freiwillig. Also weder habe ich ihn jemals darum gebeten, zu dem Thema nochmal. Ich hänge mit ihm ab, auch nicht, weil er, sagen wir, YouTube-Fame hat, sondern einfach, weil er ein echt guter Kerl ist. Ein lieber Kerl, menschlich geblieben ist und auf dem Boden geblieben ist. Und ihr habt selber gehört, aus eigener Attribut quasi, hat er gesagt, soll ich euch sagen, wenn ihr Oskars Einkauf sehen wollt, dann schaut gerne auf seinen Channel vorbei. Wobei, ich glaube, ihr alle habt ihn bestimmt abonniert. Nochmal abschließen, Freunde. Bis bald. Ciao, ciao.